Wieso habe ich mit 67 noch mal angefangen? Ich könnte es jetzt abkürzen, weil ich nicht Golf spiele, oder? Aber Fakt war, ich hatte 4 Brauerleben, ich habe einen Konzern geschafft, ich bin viel umgereist. Ich habe wirklich das Wissen und die Erfahrung um die Nischenmärkte. Ein Stück weit war es auch Verantwortungsbewusstsein, dass man noch mal probiert, etwas zu machen damit. Das war der Startschuss von der Brauerei Klosterfischin. Tradition der Klosterbiere, oder? Die doch jetzt eigentlich über 1000 Jahre so besteht. Das ist für uns eine Verpflichtung, auch, dass wir die Tradition weiterführen mit den Möglichkeiten für die Leute, für die Menschen. Das kann man nicht beschreiben, was es ist. Aber wenn man sich hier bewegt und rum ist, merkt man einfach, das ist ein ganz besonderer Ort. Wenn Sie anfahren auf das Kloster, wenn das auf dem Sporn oben sitzt, dann merkt man förmlich, dass das ein Kraftort ist. Ich kann mich nicht einzwängen lassen, ich muss selber sagen, was läuft. Und was für mich wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten ist, wenn ich mal gehe, kann ich sagen, ich habe 2, 3 Sachen, das ist mikro, klein, ist unbedeutend, aber ich habe eine Spur hinterlassen, und zwar positiv. Ja. Das ist das, was ich glaube, was das Leben lebenswert macht. Meine Gage ist meine Fitness und meine Gesundheit. Ich merke gar nicht, dass ich 75 bin. Ich habe ein ausgefülltes Leben, dauernde Ideen noch, bin voll drin, bin eingebunden eigentlich in junge Leute. Und ich denke, das ist wahrscheinlich mehr wert als ein Haufen Geld.